Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Im letzten Part sind wir den Weg von der Eulenhütte zurückgegangen, haben ein paar Infos zu Sirius Black, Remus Lupin und Peter Pettigrew bekommen. Wer jetzt nochmal genaueres haben will, wie es in dem Spiel umgesetzt ist, leider müsst ihr euch da den letzten Part angucken, weil ich möchte gerne die Story weiter vorantreiben. Entsprechend gehen wir jetzt, ich hoffe, nicht in den nächsten Kampf rein. Du bist frei, Sirius. Ja, danke euch allen, Harry. Ich bin dein Pate. Sobald mein Name wiederhergestellt ist, falls du ein neues Zuhause willst. Wann kann ich einziehen? By the way... Ich hab's wahrscheinlich schon gedroppt, aber ich dropp's nochmal. Der Feuerblitz, der überprüft worden ist, stammt auch von Sirius. Guten Abend, Sirius. Ich wollte immer schon der sein, der dich findet. Professor Snape! Sie machen einen Fehler. Sirius Black will mich nicht töten. Schweig. Zwei neue für Azkaban heute Abend. Professor Snape, man könnte sich doch mal anhören, was sie zu sagen haben, oder? Professor Lupin hätte mich oft töten können. Wenn er Black geholfen hat, warum macht er nicht kurz einen Prozess mit mir? Aus dem Weg, Potter. Expelliarmus. Das sah mir aus wie ein Stupor. Na gut, dann haben wir Schniefelnuss halt jetzt gegen eine Wand geknallt. Oh nein, Professor Lupin hat seinen Trank nicht genommen. Überlass das mir. Geht! Animagus gegen Werwolf. Sirius! Auch wenn wir das schon in-game hatten. Ups. Da hat wohl einer einen Zauberstab geklaut. Und Ron ohnmächtig. Ja, danke schön. Hermine, Pettigrew ist weg. Er hat sie verwandelt. Tu doch was, Harry. Bitte. Ja, super. Immer Harry, ne? Also Sirius... Müsste Sirius sein. Von der Optik her. Weil eigentlich müsste Ron liegen. Och nö. Gibt's wieder das Minispiel? Expecto Patro. Nein, nein, er ist unschuldig. Die Dementoren umzingeln Harry. Jetzt kommt wieder hier die Erklärung des Minispiels. Ich brauche gleich ein bisschen Konzentration. So, noch ein Schlückchen Kaffee. Mal schauen, ob ich meinen eigenen Highscore knacke. Hatten wir ja schon mal das Expecto Patronus Spielchen, als wir den Zauber gelernt hatten. So viel zum Thema Konzentration. Und irgendwie ist das ein Hard-Mode hier. Okay, 4380 müsste mehr sein als beim Lernen. Aber wir verlassen das Spiel. Gewinnen kann man es eh nicht, soweit ich weiß. Wenn doch, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Dad? Äh,
Während Sirius Black im Westturm auf seine Bestrafung durch die Dementoren wartete, schlief Ron der Schlaf der Gerechten. Gleichzeitig warteten Harry und Hermine nervös auf Professor Dumbledores Ankunft im Krankenflügel. Wir brauchen mehr Zeit. Hermine, 3 Drehungen reichen. Viel Glück. Hermine verstand sofort, was Dumbledore meinte. Er erlaubte die Benutzung des Zeitumkehrers, den sie schon benutzt hatte, um mehrere Schulstunden gleichzeitig zu besuchen. Was sollen wir nun tun? Wir nehmen den Zeitumkehrer, um 3 Stunden zurückzugehen. Um 3 Stunden zurückzugehen, Seidenschnabel zu retten und Sirius aus dem Westturm zu befreien. Und was die da hardcore spoilert in dem Game? Selbst in den Filmen wurde nicht so hart gespoilert, was wie gemacht wird. Na gut, dann wollen wir mal wieder ein bisschen trainieren, wa? Wahrscheinlich die nächste Möglichkeit, um Glacius zu steigern. Kleiner Lurch, der große Hitze ausstrahlen kann. Und ja, Glacius ist der Zauber der Wahl. Und uns fehlen einiges an Viechern. Habe ich so viel ausgelassen und nicht trainiert? Ja, Harry kann eh nicht mehr viel machen, der braucht sein Level up. Das Schlimme ist, dass ich bei Hermine jetzt auch noch nicht den Heilungszauber genutzt habe. Ja, nicht Heilung, Erfahrungsbonus. Ja, mache ich es jetzt. Was bleibt mir anderes übrig? Ja gut, ich könnte hochheilen. Duo. Ich will unbedingt den Trier noch. Ich hab's befürchtet, dass das nicht reicht. Jawohl, der erste Salamander ist weg. Ich stehe einfach auf die alten Melodien. Egal in welchem alten Gameboy-Spiel. Die haben immer so ein eigenes Flair. Und das schätze ich sehr. Du hast gewonnen, 105, das reicht für beide zum Level up, sehr schön. Aber zum Shoppen sind wir jetzt nicht gekommen. Ich glaube, das ist eine Glacius-Stelle. Ja. Komm, dann haben wir das erstmal hinter uns. Erstmal die Schlangen. Und dann die Spinne. Könnte eine Baby-Akromantula sein, so spät wie wir in dem sind. Spuckschlange. Ein Reptil mit tödlichem Biss. Eine Spuckschlange. Also sie spuckt. Hat aber einen tödlichen Biss. Und da tatsächlich müssen wir
die Spinne noch informen. Ich hasse Gift. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Dann informen wir noch die Spinne. Ist das überhaupt ein Wort, informen? Weißspinne, eine große, sehr giftige Spinne. Herzlichen Glückwunsch. Harry setzt trotzdem Flipendo-Trier ein zum alle anschwächen. Ich glaube, alle waren gegen Glacius sehr anfällig. Dann machen wir erst die Spinne weg. Die, glaube ich, auch das höchste Level hatte. Hat nicht gereicht. Nö, jetzt hau ich noch ein Trier raus. Dann ist die Spinne weg und die Schlange weiter angehittet. Na schön, auch Hermine vergiftet. Nicht in Form des Furiburti, die Weißschlange war das. Da, ne, Spuckschlange war es. Incendio und Glacius. Passt schon. Und auf die andere Schlange kommt dann Incendio Duo. Die müssen wir frei haben. Ich merke mir sowas nicht unbedingt von Part zu Part immer, was ich genau frei hatte. Ich habe sogar Tria frei. Hatte ich den schon gezeigt? Keine Ahnung. Wenn nicht, dann jetzt. Ja doch, den hatte ich schon gezeigt. Die brauchen beide noch einen Kampf. Und viel MP sind nicht mehr übrig. Das Traurigste ist, dass ich halt auch alles mögliche an Training jetzt mitnehmen muss. Edgar Struggler Sammelkarte. Ja, aber wir werden jetzt nicht strugglen. Zumindest habe ich es nicht vor. Und ich habe noch einen Zusatzgrund, warum ich das Training mitnehme. Abgesehen vom Level, damit ich es vielleicht etwas leichter habe. Ist der nächste Grund schlicht und ergreifend. Termin hat so hart gespoilert, dass ich den Spoiler gerne fürs Endgame Rushen, wenn ich wirklich rushe, draußen haben möchte. Außer für die Leute, die es wirklich interessiert und sich den Part hier angucken. Das ist dann natürlich wieder eine etwas andere Ausnummer. Ich glaube aber nicht, dass zwei Echsen reichen für Level-Up bei beiden. Das heißt, das nächste Trainingskämpfchen geht anstrengender. Außer ich nehme Peppeltränke. 105 reicht bei beiden tatsächlich nicht. Und ich könnte wirklich auch Peppeltränke nehmen. Ich glaube, muss ich sogar. Tränke. Normale Aufpeppeltränke sollten es eigentlich tun. Zweimal für Harry, für zweimal Flipendo Tria. Ja. Mich denn da jetzt rüber? Defendo? Nee, ne? Lumos? Nee.
Ach, ich bin an der falschen Stelle rübergegangen. Daran wird's wohl liegen. Da ganz links rüber. So, die Truhe hat mich angelächelt. Du erhältst 43 Sickel. Ja, und das ist eine Reparo-Stelle. Schlangen. Will ich mich mit den Schlangen anlegen, weil es einfacher wäre? Nö. Spoilerina. So. Wo habe ich Reparo? Geht doch. Schnappe ich mir das Unbekannte. Spezialmanöver. Ja, mehr Schaden. Man hält mehr aus und hier mehr Erfahrungspunkte. Und ich stehe einfach auf mehr Erfahrungspunkte. Und diese Bull-Truckles, gehe ich von aus, dass das welche sind, müssten feuerempfindlich sein. Eichenboot-Truckle, europäischer, von Muggelholzfeldern gefürchteter Baumgeist. Ich habe jetzt auch noch nicht mal so auf die Werte richtig geguckt. Ich Vollhorst. Ach, egal. Gut angeschwächt. Incendio. Duo könnte ich zweimal einsetzen. Na komm, machen wir den einen weg. Boat Truckle ist Holz. Das müsste aber auch für den Level Up reichen hier. Dann haben wir die Aufpäppeltränke voll genutzt. Und dann müssen wir Flipendo. Für Incendio fehlt uns genau ein MP. Dass ich hier echt immer so hart am Limit kämpfe, ne? 120 für zwei Boat-Truckles, das kommt geil. Level 32. Nochmal 80 Sickel. Wofür brauche ich die Sickel, wenn ich eh nicht verkaufen gehen kann? So, die Spinne und die Schlangen kennen wir. Haben wir noch nicht auf Trier. Incendio haben wir auf Trier, Flipendo haben wir auf Trier, Petrificus. Ach, kann auch gelevelt werden, okay. Defendo kann nicht gelevelt werden und Leviosa nicht. Und Petrificus Totalus will ich gar nicht leveln. Ah, Incendio, Trier, let's go. Haha, daneben. Glacius. Nice. Für Genius will ich immer noch den Trier haben. Der Kampf sieht jetzt echt gekonnt aus, bis hierhin. Und was Hermine, die Streberin, echt am meisten Zauber hat. Ich vermisse ein wenig den Mucus et Nauesam. Das war mit einer meiner Lieblingszauber in den anderen Teilen. Ja.
Ein Kampf wäre vielleicht noch sinnvoll. Super auf Pepper Trunk. Da ist noch ein Kampf gegen Feuersalamander. Das passt doch wunderbar in mein Schema rein. Und wenn wir es nicht zu blöd einstellen, sollte das auch ein Level-Up werden. Peru-Salamander. Tuck, tuck. Ich sag ja für den Glacius-Level. Reicht nicht für den Kill. Müsste aber der Uno reichen für den Kill. Und wir haben einen überlangen Part, sehe ich gerade. Ist mir aber egal. Der letzte Duo vorm Level Up. Von Glacius. Ja, nicht inszeniert. Wäre Demilius ist jetzt auch der letzte. Na, normalen Glacius habe ich auch noch. Reicht das fürs Level Up? Nö, bei beiden nicht. Juhu. Ich bin aber schon 2 Minuten drüber. Das heißt, an der Stelle hier beende ich den Part. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ciao und tschüss.